Da krieg ich doch das Kotzen, Alter! So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 15, der wahrscheinlich tatsächlich letzten Aufnahme. Das heißt, wahrscheinlich 4 Folgen werden, denke ich, mindestens noch kommen. Ja, aus folgendem Grund. Ich habe mir einfach überlegt, dass auf meinem Kanal einfach aktuell viel zu viel los ist. Und ja, die Let's Play-Projekte müssen jetzt mal ein bisschen reduziert werden. Terraria ist bald vorbei. Battlefront ist bald vorbei, genauso wie LS bald vorbei ist, denn es kommen auch bald einige, ja, neue Spiele raus, die ich gerne Let's Playen würde, zum Beispiel Rollercoaster Tycoon World, worauf ihr euch freuen könnt, denke ich mal, da sind hier nicht mehr Eier. Ja, ich werde noch versuchen, so viel wie möglich hier rauszuholen aus dieser Aufnahme. Das heißt, euch noch möglichst viel von diesem Spiel zu zeigen. Es fällt mir jetzt selber ziemlich schwer, erstmal wieder hier hereinzukommen. Denn es ist schon wieder so fucking lange her, als ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe. Das ist der Wahnsinn. So, wie viel Spielzeit haben wir denn? 25 Stunden haben wir hier auf diesem Map, ey. Ja. Das ist gar nicht mal so viel für so viele Folgen. Naja, obwohl. 25, ich habe ja noch nicht lange die halben Stunden Folgen. Wohl selbst wenn, dann hätten wir auch schon 50, ne, bei 25 Stunden. Ah ja, kommt hin, ne. Sagen wir mal so. Ja. So. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Schafe. Ja. Schafen geht's gut. Würde ich sagen. Ja, hier haben wir auch noch ein paar Bäume, die wir fällen können. Und es sieht ganz so danach aus, als ob jetzt so die Erntezeit vor der Tür steht. Ja, Gras haben wir aber noch genug für unsere Schafe. Ja. Ich bin auch noch ein bisschen am Überlegen, ob ich auch bald auf 60 oder vielleicht 50 FPS umsteige. Also, dass ich mit 50 FPS aufnehme. Weil mittlerweile mein System kann das auf jeden Fall schaffen. Ja. Also ich denke, da gibt es keine Probleme. Das einzige Problem, was noch sich da so, ja, stellt, ist halt einfach die Tatsache, dass ich so einen scheiß Upload habe und die Dateien werden doch schon um einiges größer bei 50 FPS. Das ist fast, sind fast doppelt so viele Frames. Und bei 60 FPS sind es doppelt so viele, logischerweise. Aber wenn, dann werde ich wahrscheinlich auf 50 umsteigen, weil ich finde, von 50 auf 60 sieht man keinen Unterschied und das ist dann halt einfach platzsparend. Moment mal, ich weiß überhaupt gar nicht, wo kann ich denn überhaupt mein Fahrzeug tanken? Ich habe noch nie getankt in diesem Spiel, ich habe noch wenig Sprit. Hallo? Wo kann man denn hier mal tanken? Hallo? Ah, wir wollten ja auch mal Kartoffeln und so anbauen. Wo kann man denn jetzt hier mal tanken? Ach so, stimmt. Dafür muss man jetzt wegfahren. Man hat keine Tankstelle mehr auf seinem Hof. War früher so. Aber diesen Luxus können wir uns in den heutigen Zeiten einfach nicht mehr leisten. So. Dieser Traktor muss auf jeden Fall mal getankt werden. 250 Liter. Nur noch ein Viertel. Ja, drin. Im Tank. Dann kann man mal tanken, ne? So.
zack, zack, zack. Naja, ein Liter kostet 1 Euro. Ist okay. Ich bin ja echt mal auf LS17 gespannt. Das kommt im Oktober diesen Jahres raus. Wahrscheinlich am 30. So wie immer halt, ne? Ich bin sehr gespannt, was sich Giant Star Neues hat einfallen lassen. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich ein Let's Play auch zu LS17 machen soll, weil ich weiß nicht, wenn es halt so weitergeht, ne, dann besteht mein Kanal bald zu 50% nur aus LS. Ja, und das möchte ich halt nicht. Ich möchte einen Kanal, wo möglichst viele unterschiedliche Spiele gezeigt werden. Und es wäre halt so, als würde ich ja, durchgehend die COD-Reihe Let's Playen, ja. Weil so viele Unterschiede gibt es halt auch in der LS-Reihe nicht. Und ja. Deswegen, schreibt mal in die Kommentare, wie ich das machen soll. Ich habe da schon so eine Idee. Die werde ich jetzt einfach mal kurz verkünden. Und zwar habe ich mir überlegt, dass man vielleicht einfach, also dass ich halt so 20 Folgen so am Anfang, wie man ins Spiel reinkommt, 20 Folgen eine halbe Stunde. Das heißt, circa 10 Stunden Spielzeit, so die ersten 10 Spielstunden. Dann spiele ich privat weiter. In der Zeit kann ich die anderen Folgen veröffentlichen. Weil ich werde wahrscheinlich das eh wieder viel im Voraus aufnehmen. So war es bei dem hier auch. Und ja, dann, wenn ich halt so ziemlich am Ende von der LS angekommen bin, das heißt, ich habe schon ziemlich viele Maschinen, ich habe alle Tiere, dann werde ich dann nochmal 20 Folgen, also so 10 Spielstunden aufnehmen, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ich werde kein ausführliches Let's Play zu LS17 machen. Weil ich halte das einfach für nicht so gute Idee. Ich möchte Abwechslung, ja. So. Und ich würde sagen, wir, ja, sorgen jetzt erstmal dafür, dass, jetzt ist da der Traktor im Weg. Was ist das denn? Wer hat den denn da so bescheuert hingestellt? Schon wieder. Ohne Spaß. Geht ja mal gar nicht. Ich hoffe halt einfach mal, dass ja, endlich mal die Grafik dem Jahre dann bald 2017 ja, anpassen. Es muss ja nicht aussehen wie Crysis, ne? Es muss ja nicht aussehen wie Crysis, aber so wie Farm Expert vielleicht. So wie Farm Expert 16, Net S im Farm Expert Look, also so von der Grafik her. Aber das wäre schon fein, sagen wir es mal so. Farm Expert ist aber auch eigentlich ein scheiß Spiel. Also das einzige Gute an Farm Expert war die bessere Grafik, aber ohne Spaß, dann kommt es mir eher aufs Gameplay drauf an und da ist dieses Spiel weiterhin in diesem Genre unschlagbar. Würde ich mal behaupten. Ich denke, da können mir die meisten Leute zustimmen. Und ja, ich glaube es kaum, Pizmeet hat tatsächlich 7 Days to Die gespielt nochmal, als Schrottwichtelspiel. Ja, und ich bin froh, dass sie jetzt endlich zugegeben haben, dass 7 Days to Die kein schlechtes Spiel ist, weil das hat mich schon innerlich ziemlich verletzt gehabt. Weil es einfach ein Spiel ist, was wahnsinnig viel Laune macht. Und ja. So. Gucken wir mal. Schalten wir mal an, würde ich sagen, ne? Ui. Wie ging das jetzt hier nochmal? Ah ja, stimmt. So, so. Ja. Oh. Was vielleicht, über was man auch nochmal reden könnte, ist doch echt ein Thema, was uns alle betrifft. Das ist einfach, ja, das Potenzial der
ja, Gewalttätigkeit. Ich merke das einfach immer wieder und ja, bin wirklich manchmal erschrocken, zu was Leute fähig sind. Heutzutage. Aber ich denke, das haben wir uns auch selbst zuzuschreiben. Ich glaube nicht, dass irgendwie Computerspiele dran schuld sind oder, weiß ich nicht, die Erziehung. Obwohl das natürlich auch eine große Rolle spielt. Die Bildung ist in Deutschland auch nicht so gut. Ja, die Schulbildung. Also das Schulsystem. Sind wir, glaube ich, europaweit irgendwie auf vorletzten Platz oder so. Nee, was wir in, ja, Schuldinger investieren, also in Schulen investieren, sind wir auf vorletzten Platz in Europa. Wir investieren lieber in Griechenland als in ein gutes Bildungssystem. Aber ich glaube halt auch einfach, dass wir, oder dass die Medien den Fehler gemacht haben, oder auch die Polizei den Fehler gemacht hat. Die Polizei verheimlicht ja so ziemlich alles, was so an Einsätzen passiert, an erfolgreichen Einsätzen. Das Einzige, was wir immer zu hören bekommen, ist, wenn ein Einsatz schief läuft. Und ja, die Leute verlieren dadurch halt den Respekt vor der Polizei. Die denken alle, oh, die sind ja inkompetente Leute. Warum sollen wir noch vor denen Respekt haben? Und ich denke, das ist wirklich einfach die Schuld der Medien, weil sie einfach über misslungene Einsätze berichten, aber nichts über gelungene Einsätze erzählen. Die denken alle, dass die Polizei, unsere Polizei, nur am Verkacken ist und haben dann, ja, einfach keinen Respekt. Möglicherweise. Ich weiß nicht, das ist so eine Vermutung. Obwohl die deutsche Polizei eigentlich echt eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Muss man einfach sagen. So, gucken wir mal. So. Also ich bin froh, in Deutschland zu sein. Und, ja. Sehe, darf man den Mund aufmachen, ohne dass man auf die Fresse bekommt. Solange das nicht volksverhetzend ist. Und ich glaube auch da, dass, ja, Pegida ist nicht ohne Grund entstanden, ne? Pegida gab es schon vorher, aber die sind ja jetzt aus ihrer Ecke rausgekrochen, wo das mit den Flüchtlingen losging. Ich denke auch, das ist nicht, das ist auch die Schuld der deutschen Regierung. Also es ist nicht die Schuld, dass sie Flüchtlinge aufnehmen, das finde ich gut. Aber sie hätten halt einfach mal ihre Bürger ein bisschen mehr aufklären müssen, warum die Leute fliehen und warum das keine Terroristen sind und warum überhaupt. Ja? Und dann auch noch den Fehler zu machen, dass halt in den Medien einfach immer ja, gesagt wird halt, ja, es hatten wieder irgendwelche, ja, Ausländer irgendwas kaputt gemacht, irgendwelche Straftaten begangen. Das kann man doch einfach weglassen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ja, viele Leute denken halt einfach, alle Ausländer sind gleich. Also, ich denke, viele Leute sehen Ausländer überhaupt nicht als Menschen an, sondern sagen, ja, also der Ausländer, der hat jetzt was Böses gemacht, dann sind jetzt alle anderen auch so und machen auch was Böses. Obwohl es ja auch genug Deutschidioten gibt, ne? Aber das wird dann ja nicht dazu gesagt, ne? Oder genauso mit den, ja, islamistischen Terroranschlägen, wo viele einfach immer noch denken, dass ja, alle Muslime Terroristen sind. Viele wissen nicht mal den Unterschied zwischen Muslimen und Islamisten.
Und allein das ist schon traurig. Das muss doch mal erklärt werden. Da muss doch mal nicht nur im Rallye-Unterricht in der Schule, ne, das hat man schnell mal vergessen, ne? Sondern das muss einfach verkündet werden und das muss. Ich weiß nicht, insgesamt habe ich. Ich wünsche mir für Deutschland mehr Aufklärung. In Sachen überhaupt, was die Politik macht. Die Politik zieht ihr Ding durch. Was ja auch in gewisser Weise okay ist. Wir haben in Deutschland, würde ich sagen, nicht den größten Grad der Demokratie. Wir können wählen gehen, aber in der Schweiz ist es auch so, dass halt oft, Volksabstimmungen gemacht werden. Das gibt es in Deutschland kaum noch. Sondern wenn man halt einmal die Regierung gewählt hat, die man für richtig hält, was ist ja meist eine ziemlich eine Partei, die im Zentrum ist, also nicht links, nicht rechts, sondern in der Mitte so ziemlich. Wir wählen die, aber auf den Rest haben wir keinen Einfluss, was die beschließen. Das machen die alles unter sich und da wünsche ich mir einfach auch, dass man mal nach seiner Meinung gefragt wird auf bestimmte Themen. Klar, Flüchtlinge kann man jetzt nicht fragen, wollen sie, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Die müssen halt aufgenommen werden. Die brauchen Hilfe. Ja. Aber da haben doch bestimmt dann auch einige Leute bestimmt irgendwie, ja, Lösungen. Insgesamt ist es einfach so, für eine Gesetzesänderung oder insgesamt, dass Vorschläge umgesetzt werden, dauert so ewig, weil es durch hunderte Prozesse durch muss, hunderttausendmal geprüft wird und... Ach, ja. Aber was halt auch ziemlich krass ist, ist, was aktuell in Polen passiert. Ich weiß gerade gar nicht, ich weiß nicht die genauen Hintergründe, wie die Partei an die Macht gekommen ist. Wurde die gewählt? Eigentlich ist es ja die einzige Möglichkeit, weil die Verfassung, als die polnische Verfassung noch existierte, war das ja bestimmt die Verfassung so, dass man eben nicht einfach so, ohne dass man gewählt wird, irgendwie irgendwas bestimmen kann. Auf jeden Fall haben die jetzt in Polen das Verfassungsgericht ausgehebelt. Medienzensur. Es wird nur noch in den Medien was gesagt, was die Partei positiv, also positiv beeinflusst. Alles Negative wird zensiert. Und es ist wirklich so eine Sache, ich habe echt Angst, dass Polen die Rechtsstaatlichkeit verliert und möglicherweise dann halt auch dadurch die Demokratie, weil ich meine, wenn die Verfassung ausgehebelt haben, können die auch sagen, nö, Wahlen gibt's nicht mehr. Das ist ja alles in der Verfassung geregelt, wann, wie oft gewählt wird, wie gewählt wird. Das ist die alleinherrschende Partei aktuell und ja, ich hoffe einfach, dass die EU das bald wieder in den Griff bekommt und hoffentlich, ja, Polen nicht zu einem, ja, zu einer Diktatur wird. Noch ist es nicht zu spät, hoffe ich zumindest. Es wär nicht schön. Ja. So, wir lernen den jetzt hier aus. Weil das passt jetzt eh nicht mehr.
Passt jetzt eh nicht mehr in den Tank, dieser kleine Streifen da noch. Dann würde ich sagen, sehen wir als nächstes vielleicht mal Kartoffeln und Zuckerrüben. Weil, wie gesagt, ich möchte euch noch so viel wie möglich zeigen von diesem wunderbaren Spiel. Möchte aber nicht über die 100 Folgen kommen. Bei The Crew wird es mittlerweile echt hart. Ich bin bei Folge 91, glaube ich, und ich weiß nicht, wie viel... Ja, wie viel da noch kommt an Story. Was ich auf jeden Fall feststeht, ist, dass The Crew doch kein 100% Let's Play wird, weil, nee. Weil, nee, okay. Alles klar. Ja, das geht nicht. Ich möchte einfach auch mal was anderes zeigen. Ich habe schon wieder ein Dirt Rally aufgenommen. Das soll ja dann statt The Crew kommen. Und ja, wie gesagt, ich muss echt mein Programm von meinem Kanal ein bisschen aufräumen und muss deswegen das ein oder andere Projekt kürzer machen, als ich es eigentlich wollte. Ich habe halt einfach total unterschätzt, wie krass es ist, wenn man halt am Tag zwei Videos macht, aber halt, weiß ich nicht, sieben laufende Projekte hat. Das heißt, einmal in der Woche kommt ein Projekt oder zwei Folgen von einem Projekt. Und wenn man dann 100, Folgen hat, das sind 2 Jahre, wenn einmal die Woche eine Folge kommt. Manchmal kommen ja auch 2 Wochen die Folge. Oder bei Star Wars Battlefront mache ich in letzter Zeit auch 4 Folgen am Stück. Einfach aus dem Grunde, ja, weil... Ja, ich endlich die ganzen Projekte abschließen möchte, damit es mal wieder ein bisschen übersichtlicher wird. The Talos Principle ist auch so ein Projekt, das zieht sich dahin wie sonst was. War auch eigentlich ursprünglich nicht so geplant. Oh, hoch. So. Das war auch so nicht geplant. Und The Talos Principle, weiß ich gerade gar nicht, wie viele Folgen. Ich will ja nicht spoilern, wann es vorbei ist, ne? Aber ich sag's mal so, es werden über 60 Folgen sein. Also einiges kommt da noch. Aber The Talos Principle ist halt auch ein ziemlich totes Projekt. Es wird kaum geguckt. Ich mach's halt einfach, weil ich Lust drauf hab. Ist mir eigentlich scheißegal, wie viel ein Projekt geguckt wird. Natürlich freue ich mich, wenn es gut ankommt. Bei Trains in Your Era, ich war hey, richtig happy, dass das so gut ankam. Moment mal. Was genau wird denn hier verlangt? Weizen für Getreidespeicher. Habe ich denn noch Weizen? Wieso habe ich dann Gerste angebaut? Kann mir nicht mal jemand verraten. Wieso habe ich Gerste angebaut? Ich brauche doch Weizen. Vielleicht habe ich ja oben Weizen angebaut. Ich weiß es nicht. Ist ja schon so lange her. Gucken wir mal. Vielleicht. Lol, seit wann sind denn die Arme animiert? Seit dem Gold-Update? Oder war das bei LS15 schon immer so? Ja doch, bei LS15 war das schon so. Beim LS13 war das nicht so. Oh, ja, ich glaube, das sieht nach Weizen aus, oder? Das haben wir gleich. Nein. Auch Gerste. Habe ich aber schöne Scheiße gebaut. Tja, tja, tja.
Da habe ich aber ordentlich Scheiße gebaut. Ich brauche nämlich Weizen. Volle Mission. Poulet Emission. Nein, Emission ist eine Sendung. Was heißt Mission? Was heißt Mission auf Französisch? Gute Frage. So, 62%. Ich gehe einfach mal ausleeren. Wir haben ja Zeit. Aber wir können wenigstens sagen, dass wir in dieser, ja, in diesen 25 Stunden Let's Play-Zeit doch einiges erreicht haben. Also, das kann man schon sagen, ne? Wir haben Schafe, wir haben Hühner. Wir haben Scharf. Oh Mann. Das war. Ich habe mich fast kaputt gelacht. Ich weiß ja nicht, wie oft ihr Pinsmeet guckt. Ich denke aber schon, dass so einige von euch die Jungs kennen. Auf jeden Fall. Bei Minecraft Draw My Thing, da ja, hat man so eine Wand und da hat man die Möglichkeit, mit verschiedenen Farben irgendwas zu zeichnen an diese Wand. Das wird dann halt ersetzt, dann werden die Wolleblöcke halt ersetzt durch eine bestimmte Farbe. Also es ist eine weiße Wollwand und wenn man dann da halt drauf tippt, dann ändert es halt die Farbe und so kann man Sachen malen. Das sind halt, weiß ich nicht, hunderte Wollblöcke in einer Reihe, so dass es halt wie ein Pixel ist. Und ja, da hat jemand statt, also es werden nur englische Wörter genommen, ne? Und statt sheep hat er einfach scharf hingeschrieben. Also nicht scharf mit Doppel-A, sondern scharf. Also wie wenn irgendetwas scharf schmeckt. Ich hab mich so kaputt gelacht. Scharf. Alter, ohne Spaß. Da merkt man halt einfach, dass das Spiel ziemlich viele. Ja, kleine Kinder spielen, die halt auch kein Englisch können und auch noch nicht schreiben können. Was ja auch nicht schlimm ist, aber ich trotzdem, das war der Knüller. Das war gut. Muss ich mal einfach sagen. So. Jo. Kleinen Augenblick mal. Okay. Okay. Ich weiß gerade gar nicht. Wie wollte ich denn das machen? Warte mal, Ballentechnik. Wo ist denn hier Ballentechnik? Da. Fliegel. Obwohl, ach so, ja stimmt, ich habe ja den Aufsammelwagen. Ah, und dann können wir die immer zur Biogasanlage bringen, ne? So wollten wir das machen, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie mein Konzept hier war. Ich habe mir ja da so ein Konzept ausgedacht, wie wir vorgehen. Stimmt, den Futtermischwagen habe ich schon, dann habe ich, genau, da habe ich einen Silageballen, einen Heuballen und so einen Strohballen, den ich dann machen möchte. Da möchte ich dann so verschiedene Stapel machen. Habe ich die nicht schon angefangen, sogar die Stapel? So. Ah doch, Tatsache. Genau. Hier wollte ich die Ballen stapeln fürs Futter mischen. Ein Stapel mit Stroh, Heu und Silageballen. Silageballen sind schon mal da. Und wenn wir die alle drei haben, dann jo.
Dann können wir Futter mischen mit diesem Futtermischwagen. Mit dem Selbstfahrer geht es natürlich dann noch ein bisschen einfacher. Warte mal kurz. Ah, okay. Alles klar. So. Ja, was wollte man machen? Ah ja, der ist voll gut. Dann entleeren wir diesen erstmal. Frag mich immer noch, für was dieses Gitter da oben ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So, ansonsten weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Mais hatten wir schon geerntet gehabt, war aber nicht so gut, ne, vom Ertrag.